1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu einer Woche, zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Montagnacht. Montagnacht ist obligatorisch eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer für diese Woche ist Stefan. Stefan ist 32 Jahre alt. Hallo Stefan. Hallo, schönen guten Morgen auch. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir, Stefan? Ja, folgendes. Ich habe seit 15 Jahren eine Affäre mit einer Frau. Ja. Die ist aber jetzt schon seit mittlerweile auch 8 Jahren verheiratet. Ja. Und das läuft alles so nebenher. Ja. Und ich denke mal auch, dass wir uns beide lieben. Aber seit 2-3 Jahren komme ich also damit nicht mehr so richtig gut klar. Ja, aber seit 2-3 Jahren erst, obwohl die Sache so lange läuft. Ja gut, ich sag mal, ist schon richtig, aber sie hat mich immer mehr oder weniger hingehalten. Gut, ja. Hingehalten, 15 Jahre alt, 15 Jahre lang. Und die ist jetzt verheiratet auch, schon ja, länger. Richtig. Ja, richtig, seit knapp 7 Jahren. Sieben Jahre verheiratet. Warum hast du sie nicht geheiratet? Ja, hat sich irgendwie nicht ergeben so richtig. Wie ergeben? Habt ihr denn eine Liebesbeziehung? Ja, seit, sagen wir mal, 7 Jahren ist es eigentlich auch eine Freundschaft zwischen uns beiden. Also vorher war es purer Sex? Ja, genau, richtig. Und jetzt ist es eine Freundschaft, also du sprichst aber selbst nicht von Liebe? Selten. Also, wie selten? Entweder liebt man jemanden und man liebt jemanden nicht. Man liebt nicht jemanden selten. Ja gut, also ich weiß es hundertprozentig, also ich liebe. Ja, ach so. Ja, also bei mir ist es hundertprozentig klar. Ich hatte auch nur eine Frau noch neben, hat mal einen One-Night-Stand gehabt. Und, in der ganzen Zeit nur eine andere Frau? Ja, richtig. Hm. Und davon weiß sie aber auch, das habe ich ihr sofort gesagt. Und seit wann ist es dir klar, dass du sie liebst? Eigentlich von Anfang an. Eigentlich seit 15 Jahren. Das ist ja unglaublich. Seit 15 Jahren? Ja, ich habe sie gesehen und das hat Klick gemacht bei mir. Ja, das ist ja auch schön. Aber seit 15 Jahren so fünftes Rad im Wagen zu sein? Das ist ja heftig. Damals, als ihr euch kennengelernt habt, hatte sie da auch schon einen Freund? Also den hat sie kurz vorher kennengelernt. Und dann musste sie, das heißt musste, sie hat dann geheiratet, weil sie dann schwanger wurde. Ja, nee. Verheiratet ist ja erst seit 6-7 Jahren, ja, sagst du. Ja, aber... damals, so 15 Jahre, als ihr euch kennengelernt habt, hatte sie da auch schon eine Beziehung? Ja, richtig. Richtig. Also im Prinzip war da immer auch noch ein anderer Mann. Ja, ihr jetziger Ehemann war das. Ach so, das war der schon damals. Mhm. Ja, richtig, genau. Aber wie hältst du das denn aus, Mensch, so lange? Ich sag mal so, das ist, ja, ist nicht leicht. Ich liege nachts im Bett und mache mir Gedanken und mehr oder weniger bedränge ich sie auch, dass ich sage, hör mal, weil ich weiß, wie das ist. Stefan, mein Mitleid hält sich sehr in Grenzen. Ja. Nee, wirklich, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Also bei allem Respekt davor, wenn man jemanden liebt und die Liebe, ein tolles Gefühl und weiß ich was alles. Aber 15 Jahre macht man das nicht mit. 15 Jahre lässt man sich nicht demütigen. Und wenn es noch so weh tut, dann geht man irgendwann von diesen Menschen weg. Das sind ja auch so meine Gedanken jetzt mittlerweile. Vielleicht werde ich aber schlauer. Ich sag mir auch, sie wird sich nicht von ihm trennen wegen dem Kind. Ach so, das ist definitiv, dass sie sich nicht trennen wird. Richtig, genau. Mhm. Guck mal, wie viel Lebenszeit du für diese Frau schon geopfert hast. Deine ganze junge Jugendzeit, sag mal, die ist jetzt schon die ist weg. Ja, das stimmt. Jetzt bist du 32. Ja, richtig. Hast du in der ganzen Zeit nur eine Frau nebenher gehabt, neben dieser Frau? Ja, das war, wie gesagt, nur ein One-Night-Stand. Und das war nur ein One-Night-Stand. Ja, und das ist ja Wahnsinn. Und jetzt sagt diese Frau auch ganz eindeutig, nein, ich verlasse meinen Mann nicht, ich habe ein Kind, ich bleibe in der Ehe. Ja, richtig. Obwohl es ihr, sag ich mal, da auch nicht gut geht. Sie wird geschlagen und, keine Ahnung. Sie sagt aber, sie bleibt bei ihm wegen dem Kind. Ach, das kommt auch noch hinzu. Hallo? Jetzt ist er weg. Mann! Das ist ja vielleicht doof. Das war Stefan. Stefan ist jetzt weg, aber mein Computer zeigt hier was Seltsames an. Mit wem geht's denn weiter?
Mit Sabrina geht es hier weiter. Hier stand gerade auch Center, Hinweis für meine Regie. Und dieser Name ist jetzt weg. Irgendwas stimmt ja nicht. Ich hoffe, dass Center jetzt da, nee, Sabrina jetzt da ist. Hallo? Hallo, Domian. Hallo, Sabrina. Ja, Sabrina, schön, dass du da bist. Hoffentlich bricht diese Leitung nicht auch weg. Um was geht's? Ja, bei mir geht es um meinen Freund, mit dem ich schon seit über einem Jahr zusammen bin. So. Und zwar haben wir uns damals im Internet kennengelernt. Ja. Und da liegt auch das Problem. Aha. Also, er chattet andauernd, was nicht wirklich das Problem ist. Ja. Aber er überschlägt die Grenzen. Also, er hat sich schon mit welchen getroffen. Mhm. Er telefoniert mit ihnen und es schreiben ihm auch welche, ich liebe dich. Das hört man als Freundin nicht gern. Nein, überhaupt nicht gern. Nee, würde ich auch nicht gerne hören, wenn ich du wäre. Wie, der trifft sich mit anderen Mädels, die er vorher im Chat kennengelernt hat? Ja. Und dann, was machen die? Ja, die verknallen sich in denen. Und einmal war es sogar so, dass er und ein Freund hatten zwei Mädchen kennengelernt. Und ich saß daneben und er hat mit denen telefoniert. Und die waren in dem Glauben, er wäre solo. Aha. Weil er das auch nicht klargestellt hat. Nee, das hat er dann erst irgendwann später, nachdem ich dann gesagt habe, hör mal, so geht das nicht, hat er es dann klargestellt. Mhm. Und dann? Ja, und dann kam es dann hinterher noch härter und er hat mir gesagt, er möchte mit einem Freund zum Mädchen in eine andere Stadt fahren, aus dem Chat. Ach, das sagt er dir auch noch so frei und frank? Ja, ganz krankensdreist und er hat mir gesagt, ihm ist es egal, was ich dazu sage, er macht das, ob es mir passt oder nicht. Aha, ist ein toller Freund. Was will er? Will, also letztendlich legt es darauf an, dass er Sex mit den Mädels hat. Oder wie? Das kann ich nicht genau sagen, aber auf jeden Fall denke ich mal nicht. Ich sag das aber so. Hm. Was soll das denn? Auf was soll das denn sonst hinauslaufen? Ja, das habe ich mich auch gefragt und dann ist mir echt die Hutschnur geplatzt. Zu Recht. Dann ja, und dann war er erst total hart und nachdem echt, mir ging das hinterher so an die Nieren und dann habe ich angefangen zu weinen und dann kommt er immer auf die Tour, ja, es tut mir leid, ich wollte das nicht und ich liebe dich und ja. Also Sabrina, wenn ihr ein Jahr erst zusammen seid, nee, das hat auch gar nichts damit zu tun, wie lange man zusammen ist, aber ihr, ich sage, ihr seid mal erst ein Jahr zusammen und der macht schon solche Spirenzchen da. Hast du wirklich alles Recht der Welt, sauer zu sein, sickig zu sein, auf den Tisch zu schlagen? Oder irgendwann sogar zu sagen, pass mal auf, Junge, entweder so oder gar nicht. Wir trennen uns. Mhm. Ja, ist halt schwer. Ne? Das Problem ist halt, weswegen ich auch anrufe, das Vertrauen fehlt einfach. Also ich habe ihm auch letztens selber klipp und klar gesagt, dass ich ihm nicht vertraue. Klar, würde ich an deiner Stelle aber auch nicht tun. Du weißt jetzt schon viel, was er macht. Ja. Aber wer weiß, was da noch passiert, was du nicht weißt? Genau, das ist mein Gedanke, weil damals war auch eine Geschichte, wo mir, okay, das ist immer dieses, der erzählt, aber es hat mich stutzig gemacht. Ein Freund von ihm hat mir erzählt, dass er mit einer Ex-Freundin rumgeknutscht hat und all so Dinge. Ist er so alt wie du? Er ist 19. 19. Mhm. Wenn du ihn jetzt so ganz klar fragst, warum machst du das? Was antwortet er darauf? Das kann er mir nicht beantworten. Er weicht aus und er spricht nicht mit mir. Also er schafft es irgendwie, ich weiß auch nicht warum, kein vernünftiges Gespräch mit mir zu führen. Mhm. Und mir zu sagen, so und so ist das. Und also er kann ja nicht erklären, warum er da mit den Mädels sich unterhält, warum er sich dann sogar mit denen trifft. Das alles begründet er nicht. Nein, er sagt jedes Mal nur, das macht ihm Spaß, er hat die Leute gerne. Mhm. Aber ich darf es nicht, also. Ach so, das kommt auch noch hinzu. Das heißt, wenn du dich jetzt an den PC setzen würdest und genau das gleiche Spiel machen würdest, dann wäre er sauer. Da wäre die Hölle los. Also die Hölle. Wenn du dich mit einem Jungen treffen würdest, weil es dir ja auch Spaß macht und weil du die Leute nett findest, dann wäre was los. Das habe ich schon getan und danach war ziemlich viel los. Hast du getan? Extra so um es ihm zu zeigen oder auch aus, weil du das wirklich wolltest? Ja, das habe ich deswegen gemacht. Um es ihm zu zeigen. Ja. Um einen Spiegel quasi vorzuhalten. Hier, pass mal auf, so ergeht es mir. Ja, aber er hat dann für den Moment verstanden und vor ein paar Tagen haben wir wieder darüber geredet und es läuft immer aufs Gleiche hinaus. Er macht es immer wieder. Als du das gemacht hast, wie war denn da seine Reaktion konkret? Also ich hatte damals von der Schule her, ich bin auf eine neue Schule gekommen und hatte einen guten Freund. Mhm. Das war wirklich nur ein guter Freund. Wir haben Hausaufgaben zusammen gemacht und ich habe ihm auch sogar gesagt, ich kann ihm gerne vorstellen. Und er war so eifersüchtig, also hier ging jeden Tag ein Streit los. Von wegen, ja, das darfst du nicht und ich will das nicht. Und dann, wenn ich sage, okay, gut, ich lasse mich breitschlagen, ich mache es nicht, heißt es dann hinterher immer wieder, ja, hätte sie ja machen können. Also, ich finde, Sabrina, da muss eine klare Regelung her. Ich finde das nicht nachvollziehbar, dass er sich mit anderen Mädels
die er im Chat kennengelernt hat, trifft, während wenn er mit dir zusammen ist. Ich verstehe nicht. Letztendlich kann mir einer erzählen, was er will. Spielt er mit dem Sexgedanken und mit dem Erotikgedanken? Das glaube ich auch. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Um ein gutes Gespräch über Wetter, Politik, Kultur und Popgeschäft zu führen, trifft er sich nicht mit den Mädels. Also, dass er so Gespräche per Internet führt, das weiß ich auch schon. Ja, aber Sexgespräch oder was? Ja. Ach, das weißt du sogar? Ja, das hat ich so zu Zufall halt mitbekommen. Also, jetzt musst du handeln, Sabrina. Das darfst du nicht mit dir machen lassen. Was soll ich sagen? Ja, der macht den Meckes ja mit dir. Mhm. Der will ja alles haben. Der will seinen Spaß, wie er sagt. Mhm. Und der will dich auch noch haben. Ja, aber ja. Du sollst wiederum so funktionieren, wie er es gerne möchte. So sieht's aus. Ist ein alter Macker, ne? Ein Macho. Mhm. Darfst du nicht mitmachen. Musst ihm eine Grenze ziehen. Musst ihm wirklich klar machen, so und nicht weiter. Wenn du das weitermachst, dann bin ich weg. Mhm. Ja, wir hatten auch zwischendurch schon war vorbei. Ja, dann musstest du, aber du musst das wirklich so machen. Das ist ja immer das Problem bei solchen Sachen. Du musst es dann aber auch so machen, dass er dich ernst nimmt. Nicht, dass er denkt, ach, die redet ja jetzt, die laber, und nach 2-3 Wochen kann ich mir das gleiche Spiel wieder erlauben. Mhm. Ja, du musst schon ernst wirken. Das heißt, du musst innerlich auch entschieden sein. Wenn das jetzt so ist, dann ziehe ich das auch so durch. Wenn man nämlich innerlich entschieden ist für sich selbst, strahlt man das auch nach außen hin aus. Mhm. Ja, ich hatte es auch schon, dass ich wirklich, also ich war einer richtig sauer und habe ihn nur angeschrien und gesagt, hör mal, so geht's nicht. Mhm. Und es ging 2 Wochen gut. Und dann kam eine Situation, wo ich bei ihm geschlafen habe. Mhm. Und er hatte also mit einem anderen Mädchen Webcam an, dass sie ihn sehen konnte und er sie. Mhm. Und ich saß hinten auf dem Bett und er meinte, ja, geh bitte nicht hinten vorbei, sonst sieht die dich. Mhm. Und dann habe ich da gesessen und erstmal war ich völlig baff. Was macht der Webcam? Letztendlich läuft das auf Webcam Sex hinaus, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe es auch schon gehört, aber ich... Also, das ist ein Schlawiner, den du da hast. Ja. Der, aber wirklich. Also nochmal, zieh andere Seiten auf, lass das nicht mit dir machen, Sabrina. Mhm. Definitiv. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, jetzt kriege ich ja einen Hinweis, dass der Stefan von gerade, wo die Leitung weggebrochen ist, wieder aufgetaucht ist. Und den nehme ich jetzt nochmal hier ran. Stefan, hallo. Ach, was ist denn mit dem Stefan los? Schon wieder nicht. Okay. Dann kommt jetzt die Senta. Senta ist 25. Hallo. Hallo? Hallo Senta. Hallo Domian. Und was geht's bei dir? Ja, also ich bin eine Katze. Du bist eine Katze. Ich bin eine Katze. Ich hatte schon einmal hier im... Ein Tigerelfen. Ein Tigerelf. Das habe ich gehört. Ja, der Tigerelf war vorige Woche, glaube ich, hier. Ja, da habe ich eine E-Mail geschrieben. Aber ich hatte auch schon mal... Ich hatte süß fand. Ich hatte aber auch schon mal eine Katze. Ja, eine Katze, schon? Eine Katzenfrau. Hm, fand ich ganz spannend. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, da bin ich doch nicht ganz alleine. Wie macht sich das denn bei dir bemerkbar, dass du eine Katze bist? Ja, also ich miaue halt. Ich bewege mich teilweise wie eine Katze. Ich reibe den Kopf an meinem Freund. Ach, du hast einen Freund? Ja. Das ist aber kein Kater, sondern ein richtiger Mann. Das ist ein richtiger Mann. Ja. Obwohl der in der Anfangszeit, wo wir uns kennengelernt haben, auch sehr gerne miaut hat. Achso, ist der genauso gestrickt oder hat das dir zu Liebe? Der hat sich bei mir angesteckt. Der hat sich bei dir angesteckt, ja. Also, du gehst auf allen Vieren leise, sanft durchs Haus. Ja, das mache ich manchmal. Isst, beziehungsweise frisst, sag mir bei Tieren so, du auch aus einem Napf? Nein. Könnte ja sein. Das würde ich mich wohl trauen, ja? Aber nicht Katzenfutter, sondern halt, also aus dem Napf würde ich mich wohl trauen. Ja, dann mach's doch mal. Wenn du mit dem Mund, aber ich würde mich nicht trauen, Katzenfutter. Na gut, so weit müssen wir nicht gehen. Du bist jetzt auf dem Katzentrip, dann wäre es ja schon mal ein Anfang, kauf dir so ein Töpfchen, was die Katzen da auch haben. Ja, wir haben ja 2 Katzen, die haben auch ihre so, Näpfe. Da hast du schon deinen Napf, dann wird aber einmal durchgespült ne? Und dann kommen da die Fritten rein. Ja. So, und dann werden die Fritten auf den Boden gestellt und dann... Bist du am Zug? Ja. Aber jetzt im Ernst, wie lange bist du auf dem Trip schon? Also schon seit 15 Jahren eigentlich. So lange? Ja, also ich kann mir das auch gar nicht abgewöhnen, auch wenn ich das manchmal gerne abgewöhnen würde. Ja. Das schaffe ich nicht. Wie kam das denn? Kannst du dich erinnern? Aus einer besonders großen Liebe zu Katzen oder warum? Also ich hatte eine Katze bei meiner Tante. Mhm.
Und die wollte ich immer irgendwie anlocken. Die kam einfach nicht, wenn ein Mensch da war. Die war scheu. Ich verstehe, da hast du dich so in die Rolle eingekriegt. Da habe ich Katze gespielt, weil ich dachte, dann kommt sie vielleicht zu mir. Das ist schlüssig, das verstehe ich. Ja. Dann hast du miaut, dann bist du auf allen Vieren gelaufen. Ja. Und hat's geklappt? Nicht so wirklich. Dann hatte ich irgendwann eine eigene Katze. Ja. Ein paar Monate später, da mit der hat's aber geklappt. Ja, und jetzt mit der, die du jetzt hast, mit denen klappt das auch? Ja, nicht mehr ganz so gut, weil ich muss sagen, an meiner Stimme hat sich was verändert. Ich hatte einen Luftröhrenschnitt. Oh. Seitdem kann ich nicht mehr so toll und echt miauen wie vorher. Wieso hast du einen Luftröhrenschnitt gemacht? Weil ich eine Lungenentzündung hatte. Oh. Und da saß der ganze Hals zu, da mussten die das aufschneiden. Verstehe, du Arme. Aber du bist wieder ganz gesund, das ist ja alles in Ordnung. Ja. Ja, aber mit dem Miauen klappt es nicht mehr so sehr. Ja, nicht mehr ganz so die, echt. Also die ich hatte einen Freund, der ist blind. Ja. Und der fand mein Miauen immer sehr toll. Ja. Er kannte mich vor dem Luftröhrenschnitt. Ja. Der wollte das auf Kassette aufgenommen, alles haben, ja, weil halt er das so noch nie gehört hatte vom Mensch, dass das so echt klingt. Und dann hat er mich einmal nach der Sache angerufen, nachdem dieser Luftröhrenschnitt halt gemacht wurde. Und war entsetzt. Da habe ich dem auch was vormiaut, hat er gesagt, mein Gott, du bist ja gar keine Katze mehr. Was ist das denn? Hör mal, jetzt reden wir mal zu vom Miau, Miau, Miauen. Miau uns doch mal was, wenn auch nicht mehr so perfekt wie früher. Aber ich würde es dennoch ganz gerne mal hören. Jo. Ja, wenn ich es jetzt nicht... Wenn ich es nicht wüsste, würde ich denken, da ist, ist eine Katze. Miauen Katzen und Kater eigentlich anders? Ja, also wenn die erwachsen sind, miauen Kater meines Erachtens mehr so gequetscht so ein bisschen. Ach so, ah ja. Katzen so höher. Jetzt denken deine Katzen wahrscheinlich, das ist eine neue Katze, die dazu zu uns gekommen ist, nach dem, nach dem Schnitt. Ja, also bei denen ist das so, die miau ich eigentlich nur an, wenn es Fressen gibt. Ach so, dass denen dann egal, wie du miaust, Hauptsache Fressen kommt. Ja. Wie sieht das denn so aus, äußerlich? Hast du Spaß daran, dich wie eine Katze zu schminken oder irgendwie Katzenfell zu tragen oder weiß der Teufel irgend sowas? Also solche Sachen gibt's eigentlich nur zu Karneval. Ja, aber könnte bei dir ja auch sein, dass du sagst, ich bin irgendwie so drauf, wenn ich nach Hause komme, ziehe ich mein Katzenkostüm an und laufe so. Ich habe wohl so ein Oberteil, das hat so ein Katzenmuster drauf. Ja. So ein Leopardenmuster. Ja. Das habe ich wohl, das ziehe ich ganz gerne an, aber sonst habe ich eigentlich nichts an Kleidungsstücken so besonders. So ganz übertrieben ist es noch nicht. Nein, ich habe wohl jetzt ein T-Shirt an gerade, da ist eine lila eine Katze drauf. Ach was. Auch mal wieder. Du hast einen Freund. Ja. Und der ist nach wie vor damit einverstanden und der denkt nicht, die Santa, die hat einen kleinen Riss in der Birne. Das denkt er nicht. Also, ich weiß nicht, der ist manchmal ganz genervt davon, aber manchmal miaut er selber. Würde ich mal gerne Mäuschen spielen. Nee, Mäuschen wäre ich auch nicht gern bei euch. Da hätte ich auch kein gutes Leben. Nein, dann wirst du aufgegessen. Genau. Das geht nicht. Ja, genau. Nee, das ist auch nicht schade. Ich würde gerne mal irgendwie mal reingucken, wie ihr das dann so macht und wie ihr miaut. Wie sind denn eigentlich Katzen, wenn sie rollig sind? Oh, die miauen ganz besonders laut. Miaust du oft ganz besonders laut? Ja, also mich hat man wohl schon für rollig gehalten. Ach so, wer? Der Freund oder die anderen Katzen? Also so mehrere Freunde von mir haben mich gefragt, bist du rollig oder was los? Hör mal, was machst du denn so in deinem normalen Leben? Du bist 25, da macht man ja irgendwas. Ah, ich studiere. Und was? Biologie? Nein. Sonne? Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie. Wow. Hat alles nicht sehr viel mit der Katze zu tun. Nicht so richtig, nee. Aber wenn man sich anstrengt, kann man da vielleicht auch irgendwelche Verknüpfungen bauen. Ja, in der Psychologie vielleicht. In der Psychologie. Wer weiß, was glaubst du so an andere Leben und vorhergehende Leben? Glaubst du daran? Jein. Ja, das ist keine Antwort, jein. Ja, ja, ich bin unsicher. Also ich habe jetzt eine Heilpraktikerin, ja, die sagt, es kann durchaus sein, dass man in einem vorherigen Leben mal ein Tier gewesen ist. Und lass uns mal raten, was du in deinem vorhergehenden Leben warst. Ja, wahrscheinlich eine Miezekatze. Ja. Jetzt lief bei RTL das erste Interview mit Siegfried und Roy. Hast du das gesehen?
Nein, ich habe nur davon gehört, vom Freund, der ist ja angefallen worden. Genau. Und da sagte ich verwechsel meinen Namen, wer ist der angefallen wurde, Siegfried oder Roy? Das weiß ich noch nicht. Also jedenfalls der angefallen wurde und so schwer verletzt wurde, der sagte in dem Interview, dass er glaubt, dass er in seinem früheren Leben ein Tiger war. Ja, das kann sein. Wer weiß das, ne? Niemand weiß genaueres. So, liebe Santa, jetzt ist die nächste Aktion, den Fressnapf sauber zu machen und irgendwelche Leckereien, die du gerne magst, aus dem Fressnapf so zu verzehren, wie deine Freunde, die Katzen, das auch tun. Okay? Ja, da muss ich den Fressnapf aber gründlich sauber machen. Sehr gut, bitte, damit du dir nicht... Da ist nämlich gerade Katzenfutter drin. Ja, der muss wirklich ganz sauber sein, damit du dir nichts holst. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ich wollte noch was fragen. Ja. Kann ich eventuell so eine Autogrammkarte von dir bekommen? Christo, machen wir glatt. Da musst du aber nochmal auflegen und wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Ja. Alles klar? Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Miau. Noch ein Miau zum Schluss. Hallo Marc, hier ist Marc, 25. Ja. Hallo Marc. Du bist keine Katze und kein Hund und oder irgendwas? Nein, noch nicht. Nee, auch keine Elfe. Auch noch nicht. Habe ich nur Glück. Um was geht's bei dir? Ja, erstmal eine Autogrammkarte hätte ich bitte auch gerne. Christe, von dir, wir rufen dich gleich nochmal an. Genau, danke. Ja, und zwar bei mir, mich stört einfach, dass ich wurde halt 12 Jahre von meinem Vater missbraucht und vergewaltigt. 12 Jahre? Und genau, von 6 bis 18. Von 6 bis 18? Genau. Und jetzt mal um so zu grundlegend, was mich stört, dass einfach, ich habe vor 2 Jahren ihn angezeigt, im April, kurz vor Ostern, 2002. Und ja, der ist auch verurteilt worden. Zu was? Ein Jahr später, zu 5,5 Jahren. War er geständig? Nein. Nein. Aber dennoch ist er verurteilt worden und genau, weil man hat dir geglaubt. Ich muss psychologische Gutachten machen und so, weil er hat ja gesagt, dass ich halt unglaubwürdig wäre und so. Ja, und deswegen hat das Ganze auch ein Jahr gedauert, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Und ja, und jetzt hat er schon wieder, der ist jetzt inklusive U-Haft, die in dem ein Jahr Verhandlung waren, ist er jetzt auch schon wieder, also der darf jetzt ab und zu samstags wieder raus und das ist unfassbar. Meine Mutter besuchen. Das ist unfassbar. Wie oft genau aufgrund solcher Regelungen Kinder umgekommen sind. Ja, oder Kindern so schlimmes Leid angetan wurde. Und Domian, deswegen habe ich dich angerufen, weil das ist doch wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Und das sehe ich auch so. Das sehe ich wirklich so. Das sehen auch, glaube ich, alle Leute, die uns jetzt zuhören. So, aber die Gerichte entscheiden immer und immer wieder so. Immer und immer wieder so. Ich wohne in der Nähe vom Freibad bei mir. Und und da wurde dann vorletzten Samstag rausgelassen vom Kollege, der auch Freigang hat mit einem Auto, damit er dann meine Mutter besuchen kann und so, und dann waren die auf Stadtfest. Und mein Bruder hat mir dann gesagt, 3 Tage vorher, pass auf Marc, erschreck dich nicht, wenn du ihn in der Stadt siehst oder wenn du ihn überhaupt siehst, das ist so und so und so. Mhm. Ich sag, wie geht das denn? Ja, geht aber. Das geht. Ich muss mal, du hast das gerade so ganz normal gesagt, er hat mich 12 Jahre vergewaltigt, im Alter von 6 bis 18. Das ist ja so unfassbar für Außenstehende. Moment, missbraucht und vergewaltigt, also der hat nicht 12 Jahre lang vergewaltigt. Also Missbrauch ist ja nicht vergewaltigt. Was, und erklär dir die Unterscheidung. Die Unterscheidung ist, dass beim Missbrauch, du denkst, das ist ja eine automatisierte Sache. Und eine Vergewaltigung ist, da merkst du halt, dass dass du nicht willst und dass du dann halt auch körperliche beziehungsweise seelische Reaktion definitiv klar vorweisen kannst, dass du das nicht möchtest. Verstehe. In der Situation. Also heraus. Das andere war insofern ritualisiert, weil du so aufgewachsen worden bist, dass du ihm an seinem Pimmel rumspielen musstest und er dir an deinem rumgespielt hat. Das, sehr authentisch gesagt, genau. Ja, ne, ich sag's jetzt mal so ganz, damit wir das alle kapieren auch. Ne, genau. Das hast du als ganz normal empfunden. Genau. Und hast es dann über dich ergehen lassen. Und die Vergewaltigung, das heißt wirklich dann ein Eindringen in deinen Analbereich, und da hast du Angst empfunden und auch Abscheu empfunden. Genau. Meine Schwester, die ist geboren
Ich glaube 89 und da war meine Mutter im Krankenhaus, mein Bruder war bei meiner Oma und ich war mit meinem Vater alleine. Ja, und dann hat er zu mir mal gesagt, ja, leck mal meinen After. Mhm. Ja, und das war wieder eine Vergewaltigung, weil das wollte ich nicht. Und das war eine ganz andere Situation wieder, wie ihn einfach in Anführungsstrichen nur einen runterzuholen. Und unfassbar, ja, sowas, wenn man sowas hört. Dann habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Ja, und dann hat er gesagt, wenn er nicht macht, verknall ich dir eine. Ja. Und da ich bis dato noch nicht glaubte, dass er das machte, habe ich gesagt, ja, mach doch. Ja, und dann hat er das gemacht und dann hat er gesagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann mache ich weiter. Mhm. Ja, und sag mal, was für uns Unbeteiligte immer so schwer nachzuvollziehen ist, wenn man sowas hört, dass du das bis zu deinem 18. Lebensjahr hast mitgemacht. Da würde man so spontan sagen, warum hat der nicht schon früher die Bremse gezogen und ist abgehauen oder hat ihn angezeigt oder hat irgendwas gemacht. Wie erklärst du es mir? Man muss sich ja vorstellen, man wurde als Kind damit aufgezogen. Mhm. Das ist genauso, als wenn ich ein Kind sage, jeden Tag, pass auf, du kannst dich darauf einstellen, dass du zweimal eine Woche oder alle zwei Wochen immer das Badezimmer sauber machen muss. Mhm. Das Kind weiß ja gar nicht genau noch nicht warum. Mhm. Aber es macht es halt. Und das geht dann eben bis ins hohe Alter von 17, 18 Jahren? Nein, ab so circa mit 15, 16 war ich, ja, da war ja so, das war ja so, als meine Schwester geboren wurde. Da habe ich schon gemerkt. Ich kam aber erstmal aus der Situation gar nicht raus. Wie alt warst du, als die Schwester geboren wurde? Die wird jetzt 16, 10. 10. Mhm. Ja, da war die erste Vergewaltigung und ja, und da kam sie aber noch nicht raus aus der Lage. Mhm. Dann habe ich einen Zettel geschrieben, als meine Mutter mal einkaufen war, habe ich zu meinem Stiefvater gesagt, pass auf, ich schreibe meiner Mama jetzt einen Zettel, dass du das mit mir machst. Und dann hat er gedroht und so und hat den Zettel verbrannt im Aschenbecher. Also es war dein Stiefvater? Genau. Mhm. Er hat letztendlich die ganze Zeit hat er das durchgezogen, weil er gedroht hat und du hattest Angst vor ihm. Einmal gedroht und als Kind hat es dann Vorteile, wenn du es gemacht hast. Achso, dann hat er dich gelockt mit irgendwas. Genau, dann länger aufbleiben oder so. Ja, wie kam es denn dann mit 18, dass dann wirklich Schluss war? Was ist da geschehen? Da bin ich ausgezogen, 3 Monate nachdem ich Geburtstag hatte. Mhm. Und aber da war noch nicht Schluss. Und dann ich wohnte 100 Meter von meinen Eltern. Mhm. Und ja, und da kam er halt noch abends besoffen bei mir vorbei. Und dann hast du gedacht, ja, der macht das ja jetzt nicht mehr. Mhm. Und dann hast du ihn reingelassen, weil er eigentlich nie bei mir in der Wohnung war, weil er sich gar nicht gekümmert hat. Mhm. So, und dann musste ich mich kloppen mit meinem Stiefvater, unterlag aber, weil er sehr kräftig war. Ja, und dann hast du zweimal noch wieder gemacht in der Wohnung. Aber dann war Schluss. Ja, dann habe ich eine Ausbildung angefangen und bin nochmal umgezogen. Mhm. Und dann hat sich das verflüchtigt, das Ganze. Genau. Wie ist denn die Position deiner Mutter? Deine Mutter hat in all den Jahren nichts gemerkt. Oder meinst du, sie hat doch was gemerkt und hat nur geschwiegen? Ja, ganz ehrlich, Domian, da bin ich mir echt nicht mehr so, ich weiß es nicht. Deine Mutter jetzt darauf reagiert, dass du ihren Mann angezeigt hast? Auf welcher Seite stand sie? Oder steht sie? Sie sagt, ich war dagegen, ich war schon immer dagegen, dass mein Stiefvater, dass sie zusammen waren. Das war die. Ach so, das heißt, sie gibt dir die Schuld doch, heute sogar. Genau, das stimmte in sich nicht. Die hat doch vor Gericht gelogen. Aha. Das heißt also, sogar jetzt, nachdem ihr Mann rechtskräftig verurteilt worden ist, steht sie nicht auf der Seite ihres Kindes. Richtig, ich habe auch keinen Kontakt mit ihr und so. Mit meinem Bruder habe ich Kontakt, der mit meiner Mutter Kontakt hat. Wie viele Kinder gibt es da noch in der Familie? Zwei, meine Schwester und mein Bruder. Hat er die in Ruhe gelassen? Also, so Auslöser für die Sache mit der Anzeige war, dass ich sonntags bei meinen Eltern saß, da hatte ich noch Kontakt, sonntags zum Essen, so dieses Pflichtbewusstsein. Und dann hat er meine Schwester so angepackt, so komisch, und dann hat sie zu ihm gesagt, hör auf, Papa, du weißt ja, dass ich das nicht mag. Ja, und dann bin ich fast innerlich auf die Haut gefahren. Ach so, das war die Initialzündung für dich zu sagen, ich muss jetzt initiativ werden. Ich muss jetzt was machen. Nein, das war es nicht. Der Grund war, dass ich mein eigenes Leben aufgebaut hatte, eine eigene Wohnung hatte, eine Ausbildung, meinen eigenen sozialen Status hatte und dann erst gemerkt habe, dass da noch irgendwas war, was ich noch nicht abgeregelt hatte. Also, verstehe. Genau, vorher hatte ich immer andere Probleme irgendwie. Hast du denn die Sorge, dass er, wenn er jetzt so rausgeht, er geht ins Schwimmbad, hast du gerade erzählt, dass der vielleicht wieder irgendwelche Kinder angrabbeln könnte?
Ja, ich möchte, da weiß ich nicht, ich möchte vorsichtig mit der Äußerung sein. Klar, man weiß es nicht, aber man denkt natürlich, jeder hätte jetzt die Sorge, dass es tut. Wenn ein Mann das über so viele Jahre gemacht hat. Ja, aber Domian, wenn nach deutschen Justiz ein Mann nach jetzt mit U-Haft gerechnet nach ein Jahr schon samstags Stadtfest gehen kann, was soll ich dir darauf eine Antwort geben? Nein, darüber kann man nicht reden. Was sind das für Richter? Ich weiß es nicht. Es muss wieder was passieren und dann hinterher ist das Geschrei und das Gezitter groß. Genau, und dann steht da wieder in Zeitung und dann sagen wieder alle, genau. Ich bin fassungslos und genauso empört wie du, aber wir sind natürlich hilflos und können überhaupt gar nichts dagegen tun. So ist leider die Situation. Man kann es immer wieder thematisieren, auch in der Öffentlichkeit, so auch in dieser Sendung, das finde ich gut. Hier steht über einen langen Zeitraum schon ein Druck auch auf die Gerichte, dass man da härter mit diesen Leuten umgeht. Und ich wollte den Leuten einfach mal sagen, das ist Faktum, was ich erzähle, das ist de facto. Und so sieht die Sache aus. Und es ist nicht alles so, dass die Leute dann auch wirklich, Psychologe im Knast, also der hat zudem gesagt, der ist nicht geständig im Moment. Und aber der hat ein gutes Sozialverhalten und. Ja, klar, dann läuft das so. Du hast gerade ein Stichwort gesagt. Ich gehe mal davon aus und hoffe, dass du in einer psychologischen Betreuung warst oder noch immer bist. Ist das so? Ich war. Du warst. Kann ich dir dennoch ein Gespräch jetzt mit meiner Psychologin noch anbieten? Gerne. Gut. Elke ist heute Nacht hier. Dann legst du auf. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute und die Elke ruft dich an. Dankeschön. Okay, Marc. Tschüss. Okay, ciao, Domian. Ciao. Und hier ist die Steffi. Hallo, Steffi. Hallo, Domian. 24. Jawohl, hallo. Ich bin total aufgeregt. Macht nichts. Und zwar habe ich folgendes Problem. Seit 2 Jahren bin ich mit meinem Freund zusammen. Wir kennen uns schon seit 5 Jahren, aber so seit 2 Jahren sind wir eben erst zusammen. So. Und in letzter Zeit lief die Beziehung nicht ganz so prickelnd. Wir wohnen auch zusammen. Ich wollte auch schon ausziehen oder er wollte ausziehen. Es war irgendwie nur ein doofes Hin und Her. Und dann bin ich fremdgegangen. Oh. Genau. Mit wem? Also keinen Namen jetzt, aber so One-Night-Stand-mäßig oder irgendein Freund? Ja. So, und jetzt bin ich schwanger. Ach du lieber Himmel. Ja. Verhütung schon mal gehört? Ja, allerdings. Aber? Ja, das, was mir kein Mensch glaubt, das Kondom ist geplatzt. Das hören wir heute zum allerersten Mal, dass es sowas gibt. Ja, das ist aber wirklich so. Und ich weiß auch, dass ich hätte zum Arzt gehen können. Ich bin 24, hätte zum Arzt gehen können. Ich hätte mir die Pille für danach verschreiben lassen können. Ich nehme die Pille schon seit einem Jahr nicht. Mein Freund und ich, wir machen auch immer diese blöde, supersichere Rausziehgeschichte. Auch sehr sicher, sehr klug. Genau, von beiden sehr klug. Und beide wussten wir, dass das irgendwann mal in die Hose geht. Und warum bist du nicht da direkt danach zum Arzt gegangen? Weil ich mich bisher immer irgendwie auf meinen, erstens mal habe ich einen Zyklus irgendwie, wo ich mich super drauf verlassen konnte. Das ist ja jetzt auch irgendwie seit einem Jahr, das ist ja noch nie passiert. Also du hast gedacht, das wird schon gut gehen? Ganz genau. Aber nun ist es nicht gut gegangen? Ich stelle das jetzt mal so, wie das. In welcher Woche bist du jetzt schwanger? In der 12. In der 12. Ja. Weiß dein Freund davon? Ja, dem habe ich das sofort erzählt. Also ich habe das in der 5. Woche, 6. Woche erfahren. Und wie hat er darauf, du hast ihm erzählt, dass du schwanger bist von einem anderen Mann? Es kann sein, ja. Bist du dir denn sicher? Es kann ja auch sein, wenn ihr diese komische Raus-Rein-Methode ganz da habt. Genau. Dass er der Vater ist, dein Freund. All das weiß er. Ich habe ihm das sofort erzählt. Wie geht er, immerhin, Respekt, dass du es nicht verheimlichst. Es gibt ja tausend Fälle, die das verheimlichen. Wie geht er denn damit um? Ja, also er ging folgendermaßen damit um. Erstmal war er total schockiert, was ich total gut verstehen kann. Der hat geweint, der war total fassungslos. Ja. Ich habe ihm aber auch gesagt, ich sage, hör mal zu, nicht nur ich bin irgendwie für Verhütung zuständig, sondern du bist 28, du weißt das auch. Du weißt auch, dass wir das seit einem Jahr auch so machen. Das ist scheiße von mir, was ich da gemacht habe. Ich bereue das auch, aber das ist jetzt so. Und dann war ich erstmal eine Woche weg, also ich bin zu meinen Eltern gefahren. Aber er ist immer noch mit mir zusammen und er liebt mich. Ja. Aber das Problem ist jetzt, er sagt, also ich bin jetzt in der 12. Woche, er weiß seit der 6. Ja. Und jetzt sagt er mir aber, wenn du das Kind behalten willst, dann trenne ich mich von dir. Wenn du das abtreiben lässt, dann trenne ich mich nicht von dir. Obwohl er noch gar nicht weiß, ob das nicht vielleicht sogar sein Kind ist. Ja. Und er ist bis jetzt ja auch immer noch bei mir geblieben. Und ich will auf gar keinen Fall irgendwie zu diesem anderen Mann wechseln oder so. Also damit. Weißt du überhaupt, wo der wohnt? Ja. Ja, das schon. Weiß der, dass du schwanger bist? Ja. Wie hat der darauf reagiert?
Ja, der hat, was der gesagt hat, der hat gesagt, ich stehe da hinter dir. Also ich stehe dazu, wenn das soweit ist, dann sag mir Bescheid und ja. Mhm. Ja, also ich habe den direkt. Also der will Fremde sagt, ich stehe dazu und dein Freund sagt, wenn es mich abtreiben lässt, dann tschüss. Ja, so ist es. Mhm. War Abtreibung überhaupt mal eine Überlegung bei dir? Ja, am Anfang schon, klar. Aber jetzt nicht mehr. Tja. Eigentlich nicht, nee. Mhm. Dann finde ich, ist die Antwort schon gegeben. Wenn du sagst, eigentlich nicht, finde ich, dann heißt das, nein, ich will das nicht. Auch wenn da noch vielleicht so ein paar Überlegungen sind, man könnte es vielleicht, aber das ist so eine gravierende Entscheidung. Die muss man wirklich, ich sag mal, mit Überzeugung treffen, dass man sagt, ja, ich will das wirklich machen. Aber wenn man da auch nur hauchdünne Bedenken hat, sollte man das nicht tun, finde ich. Es sei denn, es liegt ein ganz triftiger Grund vor. Oder es ist, aber ich würde das ja schon sehr ernst nehmen, was du sagst. Ja, das ist halt, also ich war auch schon bei Pro Familia, direkt irgendwie in der siebten Woche oder so, hat mich da beraten lassen. Mhm. Und ich habe denen auch gesagt, dass es Zweifel gibt. Also jetzt unabhängig davon, wer jetzt der Vater ist, auch so, weil es beruflich auch nicht so prickelnd läuft irgendwie. Und das wäre halt so jetzt irgendwie nicht so. Aber eigentlich stehe ich dann dazu. Wenn ich sowas mache, dann stehe ich auch. Deswegen habe ich den Jungs das auch direkt erzählt. Jetzt muss ich nochmal fragen. Du wirst es wissen. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, ich vergesse es immer wieder. Ab wann kann man eigentlich einen Vaterschaftstest machen? Kann man es schon machen, während eine Frau noch schwanger ist? Nee, das nicht. Also erst, wenn das Kind da ist. Ne? Erst dann, wenn es da ist. Ja. Das habe ich ja auch gefragt. Mhm. Also es ist erst dann möglich, wenn es da ist. Also ich muss noch irgendwas fragen, sonst vergesse ich das. Und dann kommen wir auf die Erpressung von deinem Freund. Mhm. Hast du dich denn sonst so gesundheitlich durchchecken lassen? Es ist ja nicht nur die Schwangerschaft, die man sich da... Ja, ist richtig. Habe ich auch sofort... Ist alles auch, gelaufen? Ja. Okay. Ja. So, jetzt stellt der dich quasi vor die Entscheidung, abtreiben, dann bleibe ich bei dir, nicht abtreiben, bin ich weg. Ja. Finde ich super beschissen, sage ich dir. Ja. Finde ich super beschissen. Also das, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Ja. Würde mich sehr aggressiv machen, wenn ich du wäre. Ja, hat's richtig geknallt schon. Ja, also so kann er mit Sicherheit auch nicht eure Beziehung retten. Nee. Die ja sowieso, wie du es gerade am Anfang geschildert hast, auch schon angeknackst ist, ne? Ja. Das ist richtig. Ist denn da überhaupt noch Liebe im Spiel? Oder ist das schon? Ja, das ist schon. Nur das jetzt lässt mich, weil eigentlich ist er, das ist der liebste Mensch auf Gottes Erden. Und da habe ich wirklich einen guten Fang gemacht. Aber jetzt zeigt, das ist einfach ein Gesicht, das ich überhaupt nicht kenne. Das ist nicht der liebste Mensch auf Gottes Erden, wenn der sagt... Nein, jetzt nicht mehr, klar. Ja, ja, ne? Ja. Also das Absurde daran ist ja, dass er sogar in Kauf nimmt, sein eigenes Kind, Ja, er hat auch dann mal, es gab auch eine Phase, da hat er gesagt, Mensch, vielleicht kann ich auch damit, ich liebe dich. Und ich habe gesagt, ja gut, aber wenn du mich doch liebst, dann, ich würde dich niemals dazu zwingen, mir jetzt zu sagen, auf jeden Fall musst du bei mir bleiben. Mhm. Weil das ist schon eine krasse Entscheidung und ich weiß auch, was in deinem Kopf vorgeht. Weißt du, was ganz groß ist, das hat mir auch jemand mal hier erzählt in der Sendung, wenn in so einer Situation, die ihr jetzt habt, wenn der Mann, der Freund, das Mädel so sehr liebt, dass er sagt, pass mal auf, auch wenn das Kind nicht von mir ist, wir beide bleiben zusammen und wir beide stehen das durch und ich will das Kind genauso lieb haben, als wäre es von mir. Ja. Das ist toll. Das ist Größe, wirklich. Auf jeden Fall. Und der andere hat ja auch so reagiert, nur der hängt natürlich nicht 2 Jahre dran, ne? Aber er hat also sogar auch gesagt, wenn da, also ich sag das jetzt mal so, wenn da was anderes rauskommt, so mit den Worten, das wäre was Animalisches. Sein Platz wäre beschmutzt. Also ich bin nicht mehr seine Frau, nicht mehr sein, das müsste ich verstehen. Sagt dein Freund. Ja. Ja, hör mal, was reden wir jetzt noch weiter? Ja. Die Sache ist ja eigentlich schon entschieden. Eigentlich ist sie entschieden. Eigentlich ist sie für mich auch, ja. Ja, eigentlich weiß ich das alles, ja, aber... Eigentlich ist sie entschieden. Das ist jetzt noch schwer, also wenn er sich so eindeutig äußert, wenn du Rückgrat hast und du hast Rückgrat, so kommst du mir rüber. Kannst du dich ja gar nicht anders entscheiden, als zu sagen, ja komm, Junge, dann war's das. Ja. So verhält man sich nicht. Ja. Zumal er immer noch mit mir schlafen wollte jetzt, ne? Zumal ich sag, und du weißt ja jetzt auch nicht, von wem es ist. Mhm. Also er sagt ja, und das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Aber ich sag, was tust du mir denn damit? Du gibst mir auch irgendwo die Hoffnung, dass du vielleicht doch bei mir bleibst. Indem, dass du immer irgendwie sagst, ich liebe dich und dann lädt er mich dazu ein und ist er lieb und sonst wie immer und dann auf einmal weißt du was, ne, wenn du das behältst, entweder du lässt das abtreiben oder nicht. Das finde ich so ein Hammersatz, das ist wirklich der, alles andere interessiert mich schon gar nicht mehr, was du erzählst. Das ist so ein Hammersatz, wo ich sage, hast du noch alle Tassen im Schrank, wenn ich ihm jetzt gegenüber sitzen würde? Mhm. So kann man einfach auch nicht mit
in so einer Situation dann auch nicht mit deiner Frau, mit der Freundin umgehen. Ja. Ja, er weiß ja auch, wie ich bin, so gefühlsmäßig auch zu Kindern stehe und so. Ja. Und das war schon, hätte uns ja jetzt so auch passieren können. Also Steffi, wenn das jetzt wirklich definitiv so ist und wenn er das ja so gesagt hat, dann würde ich sagen, musst du dich von dem distanzieren, du musst weg von dem, du musst dich von dem trennen. Ja. Und wenn es auch schwierig ist und kompliziert und traurig und 2 Jahre und hin und her, aber das ist so unter allem, was man denken kann, weg, nur weg. Ja. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Von Herzen. Ja. Tschüss. Tschüss. Björn. Hallo Björn, 19 Jahre alt. Ja. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir, Björn? Ich habe ein Problem mit meiner Freundin. Ich bin jetzt 1 Jahr, 2 Monate mit ihr zusammen. Mhm. Und sie sagt seit 2, 3 Monaten, dass sie nicht mehr mit mir schlafen möchte. Warum? Sie sagt, das würde mit ihrem körperlichen Aussehen zu tun haben und sie würde sich selbst nicht mehr attraktiv fühlen. Wie mit ihrem körperlichen Aussehen? Ist sie irgendwie dick geworden oder ist irgendwas? Ja, genau. Sie hat doch deutlich zugenommen, aber das ist mir egal. Dir ist es wurscht? Ja. Wie schwer ist sie denn? Bei welcher Größe? Bei 1,62 Meter, 83 Kilo. Ja. Ist ein strammes Mädchen, ne? Sagen wir es mal so. Ja, ne? Aber sie ist nicht dick, aber sie ist auch nicht dünn. Ja, und dir ist es egal, du magst sie so, wie sie ist und Punkt ja, aus. Ja, genau. War sie vorher denn sehr viel dünner? Ja, doch. Viel dünner? Man kann es sehen, ja. Also wie viel? 10 Kilo, 20 Kilo weniger? Ja, 20 Kilo. Ah ja, das ist natürlich dann eine Menge, die zugelegt worden ist. Wie kommt es, dass sie dicker geworden ist? Was ist vorgefallen? Das hat vielleicht auch was mit mir zu tun, weil ich bin leidenschaftlicher Esser. So. Und dann verführst du die Arme immer zum Mitessen, oder wie? Ja, ich muss einfach was essen, weil wenn ich Hunger habe, dann werde ich unausstehlich und dann... Aha, ja. So einer bist du. Und du bist wahrscheinlich spindeldürr, oder? Ja, genau. Ist es so? Also, das hat was mit meinem Stoffwechsel zu tun und von daher muss ich einfach was essen. Und das heißt, dann machst du oder holst Pizza oder weiß ich was? Und nein, ich esse ganz bewusst. Was isst du? Bewusst esse ich. Bewusst, ach so, aber dennoch viel. Richtig. Bewusst, das sind gute Sachen, aber kalorienreich und viel und dann isst sie immer mit. Ja. Ja, und dann wird sie dick und du wirst nicht dick. Genau. Sie mag sich aber auch nicht. Sie fühlt sich unwohl in ihrer Haut, hat sie. Genau. Mhm. Ja, ich meine, das muss man natürlich ernst nehmen, finde ich schon. Wenn sie, gut, du kannst jetzt zehnmal sagen, ich finde dich toll und klasse, so wie du bist, aber entscheidend ist natürlich, wie sie sich empfindet. Und wenn sie kein gutes Gefühl zu ihrem Körper hat, kann ich das auch irgendwie verstehen, dass sie auch in Sachen Sexualität irgendwie sich zurückzieht. Nur ist das ja keine Lösung auf Dauer. Das heißt, sie muss dann ja irgendetwas unternehmen. Dann muss sie sehen, dass sie die Funde wieder runterkriegt. Dann ist sie halt nur jedes zweite Mal mit dir mit. Oder sie muss irgendeine Strategie sich entwickeln. Ja, ich habe schon vorgeschlagen, weil ich bin ja auch sehr sportlich, ne? Mhm. Und da habe ich einfach mal vorgeschlagen, dass sie mal mitläuft oder zum Beispiel mal mit schwimmen geht oder so. Ja, das macht sie sonst nie. Nein. Nee. Wohnt ihr zusammen? Nein. Nee. Das heißt also, mit dem Essen so oft ist sie doch dann gar nicht konfrontiert oder hängt ja jeden Tag ganz viel zusammen. Ja, genau. Das schon. So jeden Tag so ab 18 Uhr ungefähr. Ja. So ja, bis 22:15 und dann. Ja gut, aber den ganzen Tag über ist sie ja dann nicht mit dir zusammen und kann infolgedessen ja auch nicht mit dir essen. Warum, dann verstehe ich die Logik nicht, dass du damit dann groß dran schuld bist. Nur abends dann halt. Ja, richtig. Und am Wochenende, ne? Und am Wochenende, ja. Ja, nee, komm. Also ich sag nochmal, ich verstehe das, dass sie schlecht draufkommt und sich unwohl fühlt. Jetzt, glaube ich, bringt es wenig, wenn du ihr zehnmal sagst, ich finde dich aber so auch gut. Das wird sie wahrscheinlich nicht groß überzeugen. Ja, genau. Ich finde den anderen Weg klüger, den du selbst gerade vorgeschlagen hast. Nimm sie, pack sie, motivier sie mit, dass ihr schwimmen geht, dass ihr laufen geht. Und achte vielleicht auch ein bisschen darauf, dass sie nicht so viel immer mit isst. Oder dass du das gar nicht erwartest, dass sie immer mit isst, wenn du dir was kochst. Das ist auch noch wichtig. Nicht, dass sie denkt, aus gemeinschaftlichen Gründen oder so, dass sie dann mitessen muss. Du kannst ja sagen, nee, pass auf, nee, ich esse jetzt was, muss nicht mitessen. Ja, ich habe auch schon mal versucht, einfach nicht zu essen, ne? Ja. Aber dann sagt sie auch wiederum, du weißt doch, du hast bestimmt Hunger, du musst doch bestimmt irgendwas. Ich meine, du kannst natürlich auch jetzt ein bisschen was dazu tun, indem du auch einfach ein bisschen weniger isst. Wird auch schon gehen, mal die paar Stunden oder am Wochenende.
Dann haust du dir halt nachmittags den Bauch voll und isst abends weniger, wenn deine Freundin da ist. Ja, kann ich machen, natürlich. Ne? Also können so viele Dinge zueinander miteinander spielen, die dann dazu führen, dass sie wieder etwas dünner wird und ihr wieder schönen Sex habt. Ja. So machen wir es, ne? Ja, okay. Okay. Björn, viel Erfolg. Kann ich auch noch ein Autogramm haben? Ja, leg bitte auf, wir rufen nochmal an, wegen deiner Anschrift. Ja, okay, danke schön. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist Christine. Christine ist 22. Hi. Ja, hallo Domian. Hallo Christine. Ich habe Probleme mit meinem Vater. Ja. Und zwar habe ich ihn 5 Jahre lang nicht gesehen gehabt. Mhm. Und vor 3 Wochen hat er sich dann auf einmal wieder gemeldet und wollte Kontakt. Und darauf bin ich auch eingegangen und habe ihn dann gesehen. Lass mich ihn fragen, warum 5 Jahre kein Kontakt? Er wollte das einfach nicht. Warum? Also er hat mich total abgeblockt. Ich habe immer wieder versucht, Kontakt zu ihm zu bekommen. Leben deine Eltern zusammen? Aufgeregt. Nein, nicht mehr. Ja. Aber er muss doch damals einen Grund gehabt haben, warum plötzlich? Hattet ihr vor diesen 5 Jahren denn guten Kontakt miteinander? Ja, also wo ich 11 war, da haben meine Eltern sich scheiden lassen. Bis dahin hatte ich super Kontakt zu ihm. Ja. Das war dann auch noch 4 Jahre und dann wurde es auf einmal weniger. Mhm. Ich nehme mal an, dass das mit daran liegt, dass er eben wieder geheiratet hat, denn seine Frau ist wohl sehr eifersüchtig. Ach so. Und kann mich nicht leiden. Mhm. Und ich habe dann eben auch berufliche Probleme gekriegt mit Ausbildungsplatz finden. Und dann habe ich die Ausbildung nicht so ganz durchziehen können, weil ich halt Borderlinerin bin und habe damit halt ziemlich große Probleme gekriegt. Mhm. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war ich noch nur schwer depressiv und habe teilweise geritzt, dass ich Borderlinerin bin. Die Diagnose habe ich jetzt erst vor 3 Monaten gekriegt. Geritzt und, hast, dass du dir die Arme aufgeschnitten hast, das Fleisch, die Haut aufgeschnitten hast. Ja. 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 Okay, jetzt habt ihr euch vor ein paar Wochen getroffen. Genau, da ist er übers Wochenende bei mir gewesen, ja. Und ich habe mich mit ihm sehr offen unterhalten, weil eben auch ganz viele Sachen meiner Kindheit vorgefallen sind, die eben dazu geführt haben, habe ihm ganz offen erklärt, wie das jetzt ist, Borderline, und was das bedeutet und wie ich versuche, damit umzugehen und was dagegen zu machen. Und ich habe eigentlich auch gedacht, er hätte das verstanden und er würde mich so annehmen und das könnte jetzt langsam wieder was werden. Aber da habe ich mich anscheinend total getäuscht, weil vor 3 Tagen kam jetzt der Anruf, er möchte nichts mit mir zu tun haben. Mhm. Und das war einfach nur aus dem Grund anscheinend, weil ich ihm das Zeugnis, was ich ihm versprochen habe, von der Schule nicht gebracht habe. Was für ein Zeugnis? Also ich hatte ihm versprochen, dass ich ihm ein Zeugnis von mir schicke, von der Schule, wo ich bin. Ja. Und von dir? Von mir, ja. Warum will er ein Zeugnis von dir? Als Nachweis dafür, dass ich Leistung bringe, weil ihm ist Leistung also sehr wichtig. Ach so. Ja, und damit hatte ich halt ja vorher auch große Probleme gehabt, weil es mir eben überhaupt nicht gut ging und öfters das Jahr wiederholt und sowas. Mhm. Und er wollte halt wissen, dass ich jetzt Leistung bringe. Und das hatte ich immer versprochen gehabt. Mhm. Und das war halt in den Ferien. Ich habe eigentlich auch gedacht, nach den Ferien, dann mache ich meine Ausbildung weiter und alles ist okay. Und habe mich soweit erholt dann über die Ferien. Aber am letzten Ferientag ist es bei mir total eskaliert und ich bin absolut abgestürzt und das erste mit der Klinge ans Handgelenk gegangen und da habe ich dann natürlich total Angst gekriegt, erstmal einfach von der Überforderung her und habe dann gesagt, okay, ich muss das Jahr aussetzen, ich muss in die Klinik, ich muss was machen, bevor nachher Schlimmes passiert. Ja. Hast du ihm denn dieses mitgeteilt? Das habe ich ihm mitgeteilt, aber er glaubt mir nicht. Er meint, ich lüge ihn an und... Aber du hast doch bestimmt in ärztlicher Behandlung und da kann man doch, das kann man doch leicht nachprüfen, ob das stimmt. Ja, ich bin bei einem Psychiater. Mhm, ja. Und er sagt, er glaubt dir gar nicht, dass du eine psychische Erkrankung hast? Er glaubt mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wobei das eigentlich total bescheuert ist, weil mein Vater selber eigentlich seit meiner Kindheit immer wieder in Therapie ist. Also er sagt selber von sich, er ist einmal in Grünenbach gewesen, wo ich jetzt auch selber hin will in der Klinik, wo ich halt noch klein war. Mhm. Und er hat seitdem 10 Gesprächstherapien gemacht. Also umso absurder, weil er sensibilisiert sein muss mit seelischen Erkrankungen und... sagt jetzt oder unterstellt der eigenen Tochter, dass sie spinnt. Ja. Dass sie lügt. Ja. Und will deshalb jetzt auch gar keinen Kontakt mehr mit ihr haben. Ja. Und er lässt mir auch gar keine Chance. Mhm. Ich meine, er hat mich 5 Jahre lang nicht gesehen. Er hat 5 Jahre von meiner Entwicklung nicht mitbekommen. Ja. Mhm. Ganz viele Sachen sind in den 5 Jahren erst bewusst geworden und haben mich in den 5 Jahren erst richtig da reingerissen. Weißt du, Christine, das ist immer ganz schlimm, wenn eine andere Seite dicht macht. Dann kann man ja, in der Regel kann man ja gar nichts machen. Man ist darüber bestürzt und traurig. Du sicher jetzt auch in deinem Fall, ja, aber man kann da ja nichts machen.
Du kannst ihn ja nicht zwingen, Kontakt mit dir zu haben. Das Einzige, was du tun kannst, ist vielleicht, das finde ich immer so eine vorsichtige Aktion, ohne jemandem zu nahe zu treten, dass du irgendwann, vielleicht wenn du jetzt in der klinischen Behandlung bist, ihm nochmal schreibst, ihm das Ganze nochmal erklärst, darlegst. Aber wenn dann wieder nichts kommt, dann ist es seine Entscheidung. Und so traurig das für dich auch ist, dann musst du das so akzeptieren. Ja, ich weiß halt überhaupt nicht, wie ich damit umgehe, weil es halt meiner Meinung nach ist er halt auch selber krank. Ich meine, beweist es eigentlich auch, dass er so lange in Therapie ist. Und irgendwo ist es ja ein ständiges Hin und Her. Er kommt dann an und will mit mir sprechen, will wissen, wie es mir geht. Naja, aber so ständiges Hin und Her war es ja noch nicht, wenn er dich 5 Jahre nicht hat sehen wollen. Ja, er hat aber zwischendurch auch schon mal ein Gespräch mit mir gehabt, wo er dann gesagt hat, okay, er kommt mich dann besuchen und dann klären wir das. Und dann kam ein paar Stunden später und auf einmal die Absage, nee, er macht das nicht und ich belüge ihn nur. Gut, aber jetzt ist das ja erstmal definitiv, dass er gesagt hat, ich will nicht. Ja. Da würde ich mich erstmal auch dran halten. Würde das vielleicht so machen, wie ich es dir gerade vorgeschlagen habe, um dann abzuwarten, wie seine Reaktion ist. Mhm. Würde ich sagen, was willst du sonst machen? Du gehst ihm sonst auf die Nerven, du kannst ihn nicht an ihn rankrallen, dann gibt es wieder eine Gegenreaktion und so weiter. Ich würde es wirklich jetzt so vorsichtig machen. Dennoch ziehe ich jetzt mal noch eine andere Meinung hinzu. Das heißt, wir rufen dich nochmal an, du legst auf. Okay. Okay? Mhm. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss, Domian. Das war Christine und hier ist jetzt der Andreas. Hallo. Hallo Andreas. 37, ja. Hallo. Hallo Domian. Andreas, um was geht's bei dir? Erstmal muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch für dein Team und deine Sendung. Ihr macht das wirklich super. Dankeschön. Und ich bin auch jetzt richtig froh, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, um was geht's bei dir? Es geht darum, und zwar ist meine Frau seit Donnerstag verschwunden, will ich jetzt nicht sagen, aber sie ist bei irgendwelchen Bekannten aufgrund dessen, dass wir uns wieder eine Klotten hatten. Mhm. Und deswegen habt ihr gestritten? Wir haben uns gestritten wegen ihrer Hygiene. Ich muss dazu erzählen, sie bringt also über 200 Kilo auf die Waage. Das ist aber bei ihr krankheitsbedingt. Mhm. Sie hat also eine Essstörung und einen Bauchdeckenbruch. Also sie hat ein fußballgroßes Ei im Bauch, was sie auch sehr viel zu schaffen macht. Und jeden Tag muss der Pflegedienst kommen und muss sie wickeln. Sie ist gehbehindert dadurch. Mhm. Wie alt ist sie? Sie ist 42. Ja. Und wie gesagt, jeden Tag muss der Pflegedienst kommen, muss sie wickeln und so weiter. Und dadurch ist sie auch gehbehindert. Und ich meine, ab und zu duscht sie, aber das kommt vielleicht ein oder zweimal im Monat vor. Und ehrlich gesagt, ich ekel mich da auch jetzt mittlerweile schon vor, mit ihr zu schlafen. Ne? Mhm. Mhm. Was auch mit einem Grund sein könnte. Warum duscht sie denn so selten? Ist das für sie sehr körperlich sehr anstrengend oder lässt sie sich einfach gehen? Ja, also ich meine, dass sie sich gehen lässt. Also wir haben also bei uns in der Wohnung haben wir extra die Dusche umbauen lassen für sie, dass sie nicht so, weil es eben auch schlecht ist mit Treppensteigen. So eine Dusche hat ja auch einen Absatz, dass sie in die Dusche da überhaupt rein kann. Ja. Also es wäre eigentlich kein Problem für sie, es zu tun. Nein, kein großes Problem. Normal nicht. Also so sehe ich das. Ich weiß es nicht. Ich kann mich ja auch jetzt nicht in ihre Lage versetzen, weil ich nicht weiß, wie sie sich fühlt. Sie sagt zwar zu mir, sie hat es unheimlich schwer. Ja. Und ich nehme das auch ab. Und sie hat mir auch so oft schon gesagt, dass sie dagegen was unternehmen will, dass sie sich operieren will. Ja. Und aber das ist ja nur noch mit Kosten verbunden. Das übernimmt keine Krankenkasse. Also operieren, das heißt, dass mit dem Bauch irgendwie operiert ja, wird? Ja, dass der Bauchdeckenbruch da weggeht, dass dieses fußballgroße Ei, was sie im Bauch hat, dass das eben wegkommt. Das könnte man wegoperieren. Könnte man auch Fett entnehmen währenddessen? Oder wenn sie schon operiert wird? Ja, Fett entnehmen, ich meine, es trauen sich ja kaum Ärzte da dran, sie überhaupt zu operieren, wegen der Narkose und so weiter, eben weil sie so übergewichtig ist. Ne? Verstehe. So, jetzt habt ihr beiden darüber gestritten, dass sie so stinkt und dass die Hygiene einfach nicht stimmt. Ja. Seitdem ist sie bei Bekannten, vermutest du? Oder? Ich vermute bei der Mutter, weil der Hund hier ist. Wir haben also einen kleinen Hund und meine Schwiegermutter, die hat auch zwei verschiedene Hunde. Ja. Und die würden dann auf den Kleinen drauf losgehen. Deswegen hat sie den Hund. Deswegen nehme ich an, dass sie bei der Mutter ist. Aha, das ist ein Indiz. Ich verstehe. Warum hast du nicht mal da angerufen? Ich habe bei der Mutter angerufen, aber ich nehme an, dass sie irgendwie daneben gesessen hat und
Und sich verleugnen lässt. Und, ja, genau. Als ihr darüber, der Streit war so, dass du, ich stelle es mir so vor, dass du gesagt hast, das ist vielleicht irgendwie eskaliert und du sagst, du wasch dich doch mal und du stinkst, das ist mir unangenehm, ich habe auch keine Lust mehr auf Sex. Was hat sie denn darauf dann geantwortet? Wie hat sie es denn erklärt und gerechtfertigt? Sie sagte, ich sollte mich darum mit was anderem kümmern und ich sollte mich um meine Sachen kümmern und sie hätte wohl geduscht, was ich aber nachher auch kontrolliert habe, da bin ich ganz ehrlich, weil die Dusche war knochentrocken. Also das Becken war nicht nass oder das Waschbecken, da war nichts. Ne? Verstehe. Merkst du das denn schon, wenn du also auf einem gewissen Abstand zu ihr stehst, dass sie stinkt, oder musst du ganz nah rangehen? Also man merkt das schon, wenn man im weiteren Abstand ist, ja. Wie lange ist sie schon so schwer erkrankt oder so hat sie diese... Oh, das geht schon länger. Also wir sind jetzt mittlerweile dreieinhalb Jahre verheiratet, jetzt im Dezember werden es 4. Ja. Und das ist also schon länger so, ne? Sie war auch in verschiedenen Kliniken zur Kur, jetzt letztes Jahr erst wieder hier in der Nähe und das hat ihr auch was gebracht, sie hatte auch abgenommen, bloß ich weiß jetzt nicht, ob das bei ihr psychisch bedenkt ist, sie ist dann also wieder rückfällig geworden und hat sich die Pommes dann halt reingeschraubt, nun muss ich zugeben, ich esse auch viel Pommes. Aha, das heißt also im Klartext, es ist... nicht nur krankheitsbedingt, sondern sie ist auch mit dran schuld. Das sie hat eine Essstörung. Das ist aber bei ihr psychisch bedingt und sie nimmt auch jetzt im Moment auch keinen Psychologen mehr in die... Also das heißt keine psychologische Betreuung und kein Arzt? Gar nichts? Nein, sie lässt einfach alles irgendwie so laufen? Wir haben auch sogar schon das Fernsehen deswegen eingeschaltet, RTL und so und... die wollten sich dann auch mit meiner Frau dann in Verbindung setzen und wollten das soweit klären mit der Operation. Die wollten sogar die Operation bezahlen. Bloß meine Frau hat sich da also nicht richtig hintergeklemmt und hat sich da auch nie richtig drum gekümmert. Ne? Das finde ich zum Beispiel schlimm. Habe ich auch sehr schlimm empfunden. In deiner Situation, das ist ja schon eine belastende Sache, so wie ich es jetzt nur in ein paar Minuten mir vorstellen kann, die du erzählt hast. Ja. Und wenn dann die Gegenseite, also deine Frau, gar keine Eigeninitiative zeigt. Sie lässt sich nicht behandeln, sie lässt sich nicht operieren, sie duscht nicht mal. Ja, ich muss jetzt natürlich auch dazu sagen, sie hat auch ein wenig Angst. Ich meine, ist ganz klar. Mhm. Die Ärzte haben ihr gesagt, es könnte möglich sein, dass sie gar nicht mehr aus der Narkose rauskommt. Okay, aber wir müssen ja nicht nur über die Operation reden, sondern auch über einen Psychologen, damit sie die Essstörung in den Griff bekommen. Ne? Ja, irgendwo, da sind ja mehrere Baustellen, müsste man ja anfangen. Ja. So, nun ist sie weg. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass sie sich was angetan hat. Nein, sie hat über eine Bekannte hat sie verlauten lassen, dass es ihr gut geht. Sie hat also die Bekannte angerufen, die Bekannte hat mich wiederum angerufen, das geht ihr gut. So, jetzt habt ihr aber wirklich eine handfeste Ehekrise. Ja. Und so wie du das jetzt schilderst, glaube ich, wenn da nicht irgendwas in die Gänge kommt, wird es immer schlimmer und es wird eskalieren und es wird auch immer wieder genauso vorkommen, wie du es jetzt geschildert hast. Ja. Also muss irgendwas geschehen. Irgendwas muss da also passieren und, wir haben da also jetzt im Moment einen Arzt in Frankfurt an der Hand, bloß der will auch Fotos haben, wir wollten das per E-Mail schicken und sie schämt sich auch dafür, dass ich ihren Bauch fotografiere, weil wir haben eine Digitalkamera, da ist es ja ganz einfach übers Internet und so weiter, die Fotos dahin zu schicken, da schämt sie sich für, weil sie Angst hat, ich würde sie auslachen. Gut, da muss jetzt, finde ich, von professioneller Hand euch ein bisschen geholfen werden. Ja. Finde ich. Finde ich auch, ja. Also wie gesagt, Hilfe hat sie schon mal gehabt. Ja, nee, und ich sage jetzt bewusst auch, muss euch geholfen werden, nicht nur ihr, damit ihr eure Ehe in den Griff kriegt und vor allen Dingen dann letztendlich sie auch im weitesten Sinne dann irgendwann sich selbst auch. Ne? Wie schätzt du es denn ein? Wäre sie bereit, dass sie mit dir zusammen sich in eine Beratungssituation begeben würde? Also ich denke mal schon, weil sie liebt mich, das hat sie mir auch oft bestätigt und ich liebe sie auch. Ja, das war schon mal ein Wort. Ich dachte, sie wäre jetzt so resistent, dass sie sagen würde, nee, ich mache überhaupt gar nichts. Nein. So, also sie würde das schon machen, gut. Ne? Weil sie will auch mit mir zusammenbleiben und sie will also diese Ehe auch aufrechterhalten. Sehr gut, das ist eine gute Voraussetzung. Ja. So, du hörst, die Sendung ist vorbei, aber das ist gar nicht schlimm, weil wir dich jetzt versorgen werden mit den entsprechenden Informationen, wie du das machen könntest, wo du es machen kannst in deiner Umgebung. Mhm. Das heißt, du legst auf, meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und dann hoffe ich, dass wir euch ein bisschen helfen können. Jawohl. Alles Gute von Herzen. Domian, ich danke dir. Jo. Und mach weiter so. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik war Gudrunhausen. Morgen haben wir Dienstag, morgen ist wieder eine freie Themennacht, aber Mittwoch haben wir ein Thema, wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und da heißt das Thema Sexlügen. Ich möchte gerne mit euch reden, wie ihr und ob ihr in Sachen Sex
euch schon so richtig belogen habt oder andere belogen habt. Was war eure gravierendste, dramatischste oder auch schrägste Sexlüge, die ihr selbst gemacht, getätigt habt oder auf die ihr vielleicht reingefallen seid? Sexlügen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, morgen freie Themennacht, 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Zwei Uhr. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg hören Sie Nachrichten. Berlin. Nach den für die CDU enttäuschenden Wahlergebnissen in Brandenburg und Sachsen hat der Arbeitnehmer